Dankeschön. Ich habe die Welt besiegt. Das klingt in diesem Lied durch. Mein Thema ist heute, bleibe abhängig von Gott. Einfach immer in Gemeinschaft mit Gott. Und ich werde heute den jungen Samuel kurz betrachten. Samuel ist von Gott ja, in der Schule, er lernt etwas. Also zuerst mal lernt er, auf Gott zu hören. Was ist die Stimme Gottes? Wie hört man Gott überhaupt darüber, wo wir uns Gedanken machen? Samuel wird nachts geweckt. Samuel, Samuel. Und er rennt gleich zum Eli. Und Eli hat ihn gar nicht gerufen. Da hat gleich der Eli gesagt, geh und leg dich hin und schlafe. Ja, Samuel ist in der Schule Gottes. In der Welt habt ihr Angst. Das war mein Thema. Oder das ist in diesem Lied. 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 10, da höre ich. Und der Herr kam und stellte sich vor und rief wie zuvor, Samuel, Samuel, Samuel. Dreimal wurde er gerufen. Und dann das dritte Mal hat der Eli gesagt, wenn noch einmal das kommt, dann sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Samuel lernte als junger Bursche vom Priester Eli auf Gottes Stimme zu reagieren, Herr, rede, dein Knecht höre. Gott rief Samuel dreimal bei seinem Namen, ich weiß nicht, wie oft er dich schon gerufen hat, vielleicht schon 30 Mal bei deinem Namen, nur nebenbei. Und jedes Mal dachte Samuel, das war der Eli, ja, der ihn rief und rannte gleich zu ihm hin, Herr Professor, was haben Sie denn zu sagen? Oder Priester oder Rabbi oder wie auch immer. Bleibe abhängig von Gott. Hör, renn nicht den Leuten nach, sondern renn Gott nach. Höre auf Gott, was er dir sagt. Samuel wurde von Gott geweckt, obwohl er ja, bei einem abgefallenen Priester war in der Schule, der von Gott keine große Ahnung mehr hatte, der, ja, der einfach alles durchgehen ließ. Samuel geht bei Gott in die Schule. Und das ist so wichtig, dass wir bei Gott in der Schule sind und nicht irgendwo beim Eli oder was weiß ich, bei welchem Professor auch. Ja. Und der Herr kam und stellte sich vor ihm hin und rief ihn dreimal, Samuel, Samuel, Samuel. Hat er deinen Namen schon gerufen? Samuel lernte als junger Mann, ja, auf Gott zu reagieren, wenn Gott einen ruft. Und Gott ruft jeden individuell, ganz anders, als du denkst und glaubst. Er rief ihn bei seinem Namen. Und das steht in der Bibel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und jedes Mal dachte Samuel, das war der Eli, das war der Professor, der Priester, der Rabbi. Ja, aber es war der Herr, der ihn gerufen hat. Samuel, Samuel, Samuel. Weißt du, Gott ist nicht aufdringlich oder herrschsüchtig oder wie auch immer. Er ruft jemand liebevoll. Bleibe von Gott abhängig, mein Thema. Gar nicht so. Sei nicht so fanatisch und so religiös, dass du gleich springst und sagst, jetzt, der Herr hat mich gerufen, abhängig von Gott zu bleiben. Samuel wird von Gott geweckt. Wie auch immer, du wirst auch manchmal von Gott geweckt, nachts oder unterwegs auf der Autobahn oder wo auch immer, dass du plötzlich von Gott gerufen wirst. Ja, Gott ruft jeden individuell, jeden ganz verschieden, ganz anders. Ja, und renn nicht den Menschen nach, renn nicht den Gemeinden nach, renn nicht den Christen nach, sondern renn Gott nach. Einfach, Herr, hast du mich gerufen? Willst du mich unbedingt haben? Ja, bei meinem Namen hast du mich gerufen, ich bin dein, lieber Gott. Ja, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer hat mich gerufen. Ich weiß es von meinem persönlichen Leben, ich bin mal um am Baggersee rumgefahren, ich wollte mit Gott allein sein, so mit meinem Fahrrad unterwegs gewesen und dann saß ich auf dem Fahrrad und plötzlich höre ich, Johannes, Johannes, Johannes. Und dann habe ich angehalten, stillgehalten und dann habe ich einfach Gottes Stimme gehört, was Gott von mir haben wollte, sein Wort. Und dann hat mich gerufen, das war so ähnlich wie meine Berufung, wo Gott mich gerufen hat in dem Dienst, als ich Gott anfange zu dienen. Er hat nicht dreimal gerufen, sondern Johannes, Johannes. Ja, ich dachte, da ist sowieso keiner. Ich, um den Baggersee bin ich allein gewesen. Ich wusste, dass ich ganz allein bin, aber Gott war da. Gott ist da, wo du bist. Wo 2 oder 3 sich versammeln in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch heute ruft Gott Menschen zu sich, jeden Einzelnen individuell und rennt nicht den Leuten nach, rennt nicht den Institutionen nach, rennt nicht irgendwem nach, rennt Gott nach, ja, und fragt, lieber Gott, was willst du von mir, was willst du von mir? Und hier war nichts Gutes, was der liebe Gott von ihm Samuel wollte, ja, er wollte ihm zeigen, was da passiert, was da geschieht in seiner Umgebung. Dieser Eli ist ein Blinder und Blindgänger, der predigt, aber der tut das nicht, was er sagt. Seine Buben machen, was sie wollen. Ja, ja, die machen, was sie wollen.
Und die Buben, die Leute in der Gemeinde machen, was sie wollen. Es war nichts Außergewöhnliches. Und dass die Bundeslade geklaut wird, ich kaputt, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Ja, hör die Stimme Gottes, was will er dir sagen? Und er will jedem Einzelnen was sagen, was besonders sagen. Wir müssen nur aufmerksam sein. Ja, bei Gott in der Schule sein. Ja, von ihm lernen. Bei Gott allein sein, mit Gott individuell, mit ihm umgehen. Das, was er von dir will, gar nichts Außergewöhnliches, gar nichts Großes und Gewaltiges. Er will mit uns sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Samuel, Samuel, komm. Komm in meinem Dienst, fang an mir zu dienen. Und Samuel hörte auf Gott, sehr individuell, er hörte auf Gott. Und er dachte, der Eli hat mich gerufen, der Priester hat mich gerufen, der Professor hat mich gerufen oder wer auch immer ist. Ja, fang an auf Gott zu hören, auf Gottes Stimme zu hören, was er zu sagen hat. Und wer Ohren hat, der hört, was der Geist der Gemeinde sagt, steht einmal in der Bibel. Ja, was der Geist zu sagen hat. Wir haben zwei Ohren und wir hören, aber wir hören meistens das, was wir nicht hören sollten. Das ist das Interessante. Wir hören immer, was die anderen über die anderen Leute, was sie sind und was die machen und wie es ihnen geht, aber wir hören nicht, was Gott uns persönlich zu sagen hat. Höre auf Gott. Und der Herr stellt sich vor dem Samuel nachts im Zelt und er rief ihn. Gott ruft jeden Einzelnen individuell und Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Sei nicht so entsetzt, ja, zu mir spricht er nicht. Du hast gar nicht gemerkt, dass er zu dir gesprochen hat, ja, dass er sich dir offenbart hat. Geh zu Gott in die Schule, da lernst du unheimlich viel. In der Stille, in der Verborgenheit, nachts. Nachts, wenn du schläfst, dann lernst du am allermeisten. Gott rief den Samuel dreimal bei seinem Namen. Überleg einmal, wann hat er dich gerufen? Bei deinem Namen im Traum, in einer Vision oder in einem Gesicht oder was auch immer gewesen wärst. Ja, wann hat er zu dir gerufen, zu dir gesprochen? Und Gott redet von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Freund zu einem Freund spricht. Er will sich uns offenbaren. Und dann nimmt er dir alle Angst, alle Beklemmung, alle Dunkelheit, was alle dein Leben beschäftigt und ja, wo du nicht mehr weiterkommst. Ja, Gott will zu dir reden. Ich werde in den nächsten Tagen sprechen und ich lade dich ganz herzlich ein. Brich mit den Gewohnheiten. Das war am 1. November mein Thema. Brich mit deinen Gewohnheiten. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben uns so gewöhnt, wir gehen immer automatisch diesen Weg, weil schon mein Opa den Weg gegangen ist, meine Oma den Weg gegangen ist. Nein, ich darf mit Gott selbst neue Wege gehen. Ich darf mit Gott selbst probieren, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan für mein Leben ist. Ja. Ich darf einfach ausprobieren. Was will Gott? Ich muss nicht immer ausgefahrene Gleise fahren, wie meine Religion mich gelehrt hat oder die Kirche gelehrt hat. Nein, ich darf auch mal was ganz Neues ausprobieren mit Gott. Mit Gott springe ich über die Mauern sogar, wenn es sein muss. Ja, mit Gott. Und das ist das Schöne dabei. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Der Herr stellt sich vor Samuel und er rief ihn. Das ist die Stelle, die ich hier betrachte. Am Samstagmorgen werde ich also das Thema behandeln, Schlüssel zum ewigen Leben. Weißt du, wir haben schon so viele Schlüssel an unserem Schlüsselbund. Ich weiß nicht, wie viele Schlüssel du an deinem Schlüsselbund hast, aber ein Schlüssel zum ewigen Leben. Hast du schon den Schlüssel gefunden zum Leben, ja, zum Glauben, was auch immer es gewesen sein mag. Gott will uns den Schlüssel geben. Und dann am Mittwoch werde ich das Thema behandeln, wessen Bild sind wir? Imitierst du Jesus Christus, den Sohn Gottes? Was bist du eigentlich? Wem machst du nach? Dem lebendigen Gott, dem Heiland oder dem Eli? Ja, Eli, er hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Er dachte, wir nehmen die Bundeslade mit und wir werden kämpfen und Gott wird uns verteidigen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Ja? Gott hat die Bundeslade stehlen lassen. Die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Ikabot, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Bleibe abhängig von Gott, ist mein Thema heute. Ja? Einfach, dass du mit Gott verbunden bleibst, durch dick und dünn, durch hoch und tief, egal welche Wege du gehst, du bist mit Gott verbunden. Das ist die Wahrheit, was mit mir passiert. Der Herr kam und stellte sich vor dem Samuel und rief ihn, Samuel, Samuel, bist du noch da? Er schlief in der Stiftshütte irgendwo im Zelt, in dem wo die Bundeslade war, wo die Gegenwart Gottes war, dort war er untergebracht.
hat einen tollen Platz gehabt, aber er hat Gott nicht verstanden. Und so viele Menschen sind im Haus Gottes, in der Gemeinde, wo auch immer, im Gottesdienst, aber sie verstehen nicht, was sie erleben. Es ist so wichtig, dass wir erleben die Gegenwart Gottes in unserem persönlichen Leben. Der Herr stellte sich vor ihm: Samuel, Samuel, hörst du mich? Verstehst du mich? Kennst du mich? Siehst du mich? Als junger Mann muss er lernen, das ABC des Glaubens, ja? Und wir müssen auch das ABC des Glaubens lernen, mit Gott zu reden. Wie rede ich mit Gott? Wie erlebe ich Gott? Wie lerne ich Gott kennen? Nur nebenbei, wie lerne ich Gott kennen in meinem persönlichen Leben? Ich will dir helfen heute, dass du lernst, Gottes Reden in deinem persönlichen Leben, ganz persönlich. Plötzlich steht der Herr dir im Weg mit irgendeinem Problem, mit irgendeiner Sache. Und dann sagst du ja oder nein, du musst dich entscheiden. Zuerst rennt er zweimal zum Eli. Eli, hast du mich gerufen? Er sagt, nein, geh schlafen. Weißt du, der Teufel möchte, dass du gut und gerne schläfst, auch in der Gemeinde, wo auch immer. Geh schlafen, leg dich hin und schlafe. Sei nicht so bekümmert, sei nicht so bedacht, was du da erlebst. Ja, bleibe abhängig von Gott. Er kann nicht mehr schlafen, denn das bewegt ihn. Irgendjemand hat mich gerufen. Irgendjemand muss da gewesen sein, so wie es bei mir war. Irgendjemand hat gerufen, Johannes, dort am Baggersee in Augsburg, das weiß ich heute noch, um diesen Baggersee, wo ich da rumgefahren bin. Irgendjemand muss mich gerufen haben, aber es war nicht meine Einbildung, sondern ich habe die Stimme Gottes gehört. Die Stimme Gottes gehört. Und es ist wichtig, dass du die Stimme Gottes hörst und persönlich berufen wirst. Samuel, Samuel, komm her, setz dich hin, ich will mit dir kommunizieren, mit dir reden, ich will mich dir offenbaren, ich will mit dir neue Sachen zeigen. Und Gott hat was uns zu sagen und Gott hat uns was zu geben. Und wir sind manchmal so verstockt, dass wir so beschäftigt sind mit uns selbst, mit unseren Problemen, mit unserer Zukunft, mit der Welt ringsherum, was um uns herum geschieht. Bleibe abhängig von Gott, ist mein Thema. Einfach abhängig. Herr, wenn du mit mir heute reden willst, dann rede, ich bin da. Sprich, Herr. Und das ist, und dann der Eli hat das dritte Mal gesagt, wenn es noch einmal kommt, dann sage, rede, Herr, dein Knecht hört. Rede. Wir müssen sogar um das Reden Gottes bitten für unser persönliches Leben. Rede, Herr. Nicht überall spricht Gott zu uns, sondern da, wo wir gar nicht sind, an den Plätzen, verstehst du, oder wo wir sein sollten. Gott redet uns durch Umstände, durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Er redet mit uns, aber wir sollen auf ihn hören. Gib mir ein hörendes Herz, ein glaubendes Herz, ein Herz, das dich vernimmt, das dich versteht. Rede, Herr, dein Knecht hört. Dreimal hat er ihn gerufen. Wie oft hat er dich schon gerufen? Denk drüber nach. Ja, rede, denn dein Knecht hört. 1. Samuel Kapitel 3, Vers 10. Und er muss lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Und wir müssen auf die Stimme Gottes zu hören lernen. Gott ist nicht, dass er in der Kirche spricht oder dass er irgendwo in der Gemeinde spricht oder dass er im Bett nachts zu einem spricht. Nein, er spricht dann, wenn wir gar nicht denken, dass er mit uns redet. Ja, wir sind gar nicht darauf gefasst. Er redet uns durch Katastrophen, durch Krisen, durch Unfälle, was auch immer ist. Gott redet auf mannigartige Art und Weise, wie auch immer. Er redet mit uns und wir sollten ihn hören, ihn verstehen. Verstehst du Gottes Stimme? Er redet Deutsch. In der Muttersprache spricht er zu dir. Das war das, was am Pfingsten geschah. In der Muttersprache sprach er durch die Apostel und durch den Heiligen Geist, was da geschehen ist. Einfach durch die Muttersprache. Gott spricht so, dass du es verstehst in Liebe. Er vergewaltigt uns nicht, er zwingt uns nicht, sondern er spricht ganz persönlich. Und er spricht manchmal durch abgefallene Priester wie den Eli. Leg dich hin und sag, wenn es noch einmal kommt, dann sag, rede, Herr. Ich höre es. Ja, auch durch ungläubige Menschen. Gott spricht auch durch ungläubige Menschen. Rede, Herr. Rede, Herr. Ich bin bereit zu hören. Gott will mit uns reden. Ja. Gott will, dass wir seinen Plan verstehen, dass wir seinen Willen begreifen. Nachts redet er, ich denke nur an die sieben Sendschreiben der Offenbarung, er spricht so zu der Gemeinde, ich kenne deine Werke, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo du bist. Verstehst du, egal wo du dich befindest, er kennt deine Situation und er weiß, wer dir begegnen kann und soll. Ja? Bleibe einfach abhängig von Gott. Einfach
Hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht oder deine Magd hört es im Traum. Bitte Gott, dass er heute Nacht mit dir redet oder morgen früh beim Aufstehen, durch die Umstände, was alles passiert. Ja, auch durch ungläubige Menschen. Gott redet auch durch ungläubige Menschen, nicht nur durch Gläubige. Meistens kann er die Gläubigen gar nicht gebrauchen. Er kann die Ungläubigen gebrauchen, meistens, weil die offener sind für Gott als die Frommen und die Gläubigen. Ja, fang an, Gott zu fragen, was ist dein Wille, Herr? Und sprich zu mir, offenbare mir deinen Weg, deine Herrlichkeit, deinen Willen. Du brauchst eine Offenbarung Gottes, sonst kommst du nicht weiter, sonst erreichst du nicht das Ziel. Ja, in der Welt hast du Angst, was jetzt ringsherum um dich herum geschieht. Ich denke nur, dort in Gaza, oder dort in der Ukraine, was da passiert. Das ist Chaos und Katastrophe. Anders kann man das gar nicht sagen. Und von wem auch gemacht, verstehst du, wer dahinter steht. Aber rede, Herr, gib mir Erkenntnis, gib mir Licht, gib mir dein Wort, dass ich das verstehe, um was es geht. Was dein Wille ist, Herr Jesus, offenbare dich mir. Ja, und ich habe damals, als ich mit meinem Fahrrad um den Baggersee gefahren bin, habe ich einfach gebetet, lieber Gott, red zu mir, schenk mir deine Gnade, dass ich dein Wort verstehe, nicht nur die Bibel verstehe, sondern das persönliche Wort, das Wort, ja, des Geistes, dass ich das verstehe, dass ich merke, was du zu sagen hast. Und Gott hat was zu sagen, jedem Einzelnen. Wir sind in der Schule, nicht in der Schule draußen irgendwo, dass wir was studieren, sondern wir sind in der Schule Gottes. Wir lernen zu wachsen, wir lernen uns zu entwickeln, wir lernen Gottes Willen zu erkennen, wir lernen mehr und mehr Gott zu gefallen. Ja? Auch wenn wir in der Stiftshütte wohnen, und es war ein Privileg, er wurde entwöhnt, nach wahrscheinlich 12 Jahre lang hat er der Brust der Mutter gesuckelt, nur in aller Liebe. Und dann wurde er entwöhnt. Die Mutter wollte ihn nicht so schnell loslassen, aber die Mutter ließ ihn los und sagt, du gehörst Gott, wir haben für dich gebetet, du bist ein Erbetener. Und er war ein Erbetener, der ständig den Willen Gottes getan hat, aber er musste hineinwachsen in den Willen Gottes, in den Plan Gottes. Nicht nur, dass die Mutter und Vater für ihn gebetet haben, er musste selber beten, Herr, rede, dein Knecht hört. So soll das wir öfters fragen, lieber Gott, wenn ich die Bibel lese, rede zu mir, dein Knecht, deine Magd hört es, ja, was du willst, was du vorhast, wie es weitergehen soll, wie es jetzt politisch weitergehen soll, dort in Palästina unten, und dort wird es weitergehen, anders als du denkst. Verstehst du, Gott wird seinen Willen offenbaren, auch wenn die Mächtigen und die Gewaltigen da was Großes planen, aber Gott sitzt es natürlich an den Schachfiguren, der die ganzen Sachen steuert. Er ist ein Kriegsmann von Anfang an. Ja. Du denkst jetzt, die Amerikaner machen das, die Israelis machen das, die Russen machen das. Nein, Gott macht Geschichte. Und auch hier beim Samuel, Gott macht mit ihm Geschichte, wie es weitergehen soll. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Hörst du Gottes Stimme, wie er dich ruft persönlich? Johannes, Johannes, Samuel, Samuel, Samuel. Und dann sagte Samuel hier das dritte Mal, rede, denn dein Knecht hört. Wir brauchen geöffnete Ohren von Gott, dass wir hören. Ja, dass Gott nicht brüllen muss, sondern dass er einfach so uns sprechen muss, liebevoll. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, was auch immer es sein mag. Gib mir dein Herz, folge mir nach und geh meinen Weg. Ich will dich führen, ich will dich leiten. Rede, Herr. Weißt du, wir müssen Gott bitten. Wir müssen Gott für alles bitten. Gott will gebeten werden in unserem ganzen Leben. Grundsätzlich will er gebeten werden, dass er zu uns redet, dass er sich uns offenbart. Dass wir intensiven Umgang mit ihm haben. Dass wir einfach sagen, lieber Gott, sprich zu mir von Angesicht zu Angesicht, wie du mit Moses geredet hast, wie du mit Abraham geredet hast, wie du mit den Aposteln geredet hast, wie du mit den Jüngern geredet hast. Ja. Dass er sich einfach hingesetzt hat und mit den Jüngern geredet hat. Der Heiland hat immer im Sitzen geredet. Er nahm Platz und setzte sich hin und redete mit den Jüngern. Ja, nicht in der Hetze, in der Hektik, sondern in der Ruhe. In der vierten Nachtwache hier, rede Herr, dein Knecht hört. Wenn alles still ist um uns, wenn alle Pause machen, rede Herr, dein Knecht hört. Bist du sein Knecht, dienst du Gott, dass er mit dir reden kann, dass er sich dir offenbaren kann. Ja, wir sollten lernen, mit Gott zu kommunizieren. Nicht einfach, ja, in der Versammlung, in der Predigt spricht er. Der Glaube kommt aus der Predigt, steht in der Bibel zwar.
Aber ja, dass wir diese Endzeitwarnungen sehen, dass wir das kapieren, was alles passiert in der Welt. Wir erleben große Dinge mittendrin. Wir sind mittendrin im Endzeitereignis, ob wir das glauben oder nicht. Ja, du wolltest nach Israel fahren und jetzt geht es nicht mehr. Und deshalb, ich sage und rate den Leuten immer wieder, was du tun willst, das tue ich jetzt. Ja, die ganze Zeit hätte es reißen können. Aber vor dem 7. Oktober 2023 geht es nicht mehr. Ja, jetzt ist die Zeit abgefahren. Jetzt haben wir die Möglichkeit vertan. Jetzt, ja, wenn du meine Stimme hörst, wenn du den Wunsch hast, flieg gleich los. Jetzt geh los, verstehst du? Auch wenn es zu Fuß sein muss. Einfach, ich gehe und will Gott begegnen. Und deshalb ist es so wichtig, höre Gottes Stimme, was er zu sagen hat, was er zu geben hat. Einfach, dass wir es empfangen, dass wir es nehmen. Ja, bleibe abhängig von Gott. Herr, dein Wille geschehe. Und es ist so wichtig, dass wir das kapieren, dein Wille geschehe, dass wir nicht unseren Willen durchsetzen, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Vorhaben durchsetzen, sondern dein Wille geschehe. Was du willst, lieber Gott. Was du willst, ja. Lerne auf die Stimme Gottes zu hören. Als der junge Samuel hier zum ersten Mal seinen Namen hörte, dachte er, was ist denn da los? Ja. Vielleicht denkst du auch, was ist da los, wenn ich den Namen, meinen Namen höre? Johannes, Johannes, ja. Der Engel sagt, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich hin. Weißt du, der Teufel möchte uns beschwichtigen. Leg dich hin, sei ruhig. Das geht vorbei, diese Anwandlung, ja. Diese Wünsche gehen vorbei. Dann gehst du halt in eine andere Richtung, woanders hin. Samuel muss selbst lernen, auf Gott zu hören. Er muss selbst lernen zu beten. Rede, Herr, dein Knecht hört. Muss selbst sich vom Eli lösen. Und wir müssen selbst uns von so vielen Dingen lösen, wenn wir das Ziel erreichen möchten. Ja? Selbstmündig werden, selbst Verantwortung für unser Leben übernehmen, selbst dies und jenes tun. In der Schule Gottes müssen wir lernen, selber Hausarbeit zu machen. Selbst, ja, ihm zu dienen. Wir machen den Fehler, wenn Gott uns ruft, rennen wir gleich zu den Menschen, gleich nach Israel, Südamerika oder nach Kanada auszuwandern, was weiß ich wohin. Ja? Wir machen den Fehler und rennen den Menschen nach, wir rennen dem Eli nach. Rennen nicht den Eli nach, der Eli ist nicht dein Gott. Die meisten haben keine Ahnung, was eine Offenbarung ist. Weißt, Gott spricht zu unserem Herzen, Gott spricht zu meiner Seele, Gott spricht zu meinem Inneren, zu meinem, sagt, ja, und sagt, mach das und mach das. Und die Eli sagt, leg dich hin, sei gehorsam. 1. Samuel 3, Vers 9, da sprach Eli zu Samuel, geh hin und leg dich hin. Und wenn er dich noch einmal ruft, dann sollst du sagen, Herr, dein Knecht hört, sag's ihm. Und dann ging Samuel hin und legte sich hin an der Stelle, wo er schlief, da neben der Bundeslade. Herr, wenn du mir was zu sagen hast, bitte sag's, offenbare dich mir, begegne mir, ja, schenk mir Gnade. Samuel kannte den Herrn noch gar nicht. Und ich weiß, wenn wir neu bekehrt sind, wir kennen den Herrn gar nicht noch. Wir haben den Herrn noch gar nicht kennengelernt, wie er redet. Gott redet nicht, ich gebiete dir, so spricht der Herr. Nein, Gott redet liebevoll, Samuel, Samuel. Ja. Er kam kurz nach der Entwöhnung in den Tempel. Er hatte den kindlichen Glauben. Ja, er war noch nicht kirchlich verdorben und versaut, so wie viele Christen. Die sind schon durch die Gemeinden versaut und verdorben. Er kannte die Gesetze Gottes noch nicht. Er kannte das Reden Gottes noch nicht. Er wurde erst entwöhnt, so steht es in der Bibel, von der Mutti. Ja, erst entwöhnt. Ja, wenn du auf die Bibelschule gehst, wirst du auch verwöhnt. Ja, meine Heimat ist dort in der Höhe, aber deine Arbeit ist in der Nähe. Ganz einfach. Ja, in der Bibelschule oder beim Theologiestudium, wo auch immer ist, da wirst du Theoretiker und kein Praktiker. Aber Gott will uns zu einem Praktiker machen. Gott will mit uns reden, plaudern, quatschen, auf Deutsch gesagt, verstehst du? Das will der liebe Gott mit uns machen. Ja. Kannst mit ihm, ja, reden über dein Leben, was kommt und was nicht kommt, was gefragt ist und was nicht gefragt ist. Da Samuel kannte noch nicht den Herrn. Nur der Eli, aber der hat schon vergessen alles. Der lebte abseits. Er war schon entwöhnt. Geistlich, verstehst du, Gott hat zu ihm nichts mehr gesprochen. Wenn er auf Gott gehört hätte, hätte Gott nicht zu Samuel reden müssen. Er wurde in den Tempel gebracht, dort wuchs er auf als Neuling, Neubekehrter. Und du bist vielleicht auch in der Gemeinde als Neubekehrter. Ja?
Und er ruft deinen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Hat Gott dich bei deinem Namen gerufen? Ja? Hast du deinen Namen gehört? Gott hat mich gewollt, nicht den Eli, nicht den Samuel, nicht den David, nicht den Matthäus, nicht den und jenen. Er hat mich gewollt. Mich persönlich. Und viele rennen in die falsche Richtung, zu falschen Menschen, die keine Salbung haben. Denken, ach, die sind so rimmi-dimmi, die haben viel Rummel, aber die haben keine Salbung. Verstehst du, die haben die Salbung verloren. Und der Eli hatte die Salbung verloren. Jedes Mal, wenn Gott Samuel rief, rennt er zum Eli. Er dachte, der hat die Salbung, der ist ja Priester, Berufsprophet, Berufstraumdeuter, was weiß ich, Pastor. Gott möchte mit uns reden. Oft merken wir gar nicht, wie er reden möchte. Ganz einfach. In der Muttersprache will er mit uns reden. Wie spricht Gott? Ich will dir jetzt nur sagen, durch Träume, durch Visionen, durch die Predigt, auch hier heute Morgen oder heute Abend, durch die Bibel, das Wort Gottes, du liest, fortlaufen, da will er mit dir reden. Ja? Durch die Umstände, durch die Schwierigkeiten. Gott will mit dir reden. Und du laufst immer zum Eli, zum Pastor. Bleibe abhängig von Gott. Bleibe ja, und im Untertan, rede Herr, dein Knecht hört, deine Magd hört. Und dann sagt Mutter Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Egal, ob ich es verstehe oder nicht verstehe, meistens verstehen wir Gottes Reden nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, der lebt richtig, der bleibt bei Gott und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ständige Verbindung mit Gott und mit Gott ergebenen Menschen. Dann geht sie zu Elisabeth und sagt, Elisabeth, ihr habt was Komisches heute Nacht erlebt. Der Heilige Geist sprach, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären und den sollst du Jesus nennen. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Du erlebst, wenn du mit Gott lebst und mit Gott arbeitest und mit Gott, von Gott abhängig bist, da erlebst du merkwürdige Dinge, Geistesleitung, göttliche Führungen, wie auch immer. Ja. Gott begleitet dich und beschützt dich. Ja. Er nimmt dich an die Hand und er sagt, mein Kind, komm, folge das. Glaub nicht jeden Mist, was du hörst und was du erlebst, dass das Wort Gottes wäre. Ja. Nicht alles ist Wort Gottes, was biblisch klingt. Der Teufel kommt auch mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben. Ja. So redet der Gauner. Ja. Du solltest den Segen Gottes sehen. Ist der Segen Gottes mit dem, was ich erlebe, was ich hier sehe? Wo Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Das ist mir so groß geworden. Wo Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle, die umsonst hier damit bauen. Ja? Bleibe abhängig vom Segen Gottes. Und Lukas Kapitel 24, Vers 50 lese ich. Er, Jesus, führte seine Jünger hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel auf. Sie aber kehrten wieder zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Er segnete sie. Bist du schon gesegnet durch die Gnade Gottes? Wie geht es nächstes Jahr weiter? Niemand weiß es, wie es nächstes Jahr weitergeht oder übernächstes Jahr weitergeht. Ja, man muss auch nicht alles wissen. Wichtig ist, dass ich weiß, wie es heute weitergeht. Nach dieser Versammlung. Ein Leben mit Gott ist ein Leben im Vorteil. Einfach, ich bin gesegnet. Gott ist mit mir, Samuel. Wer Gott hat, der braucht keine Wahrsager, keine Weibsager oder Weissagungen. Der braucht kein Horoskop, der braucht keine Versprechungen, der braucht kein frommes Hokuspokus. Ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Und was Gott zu mir gesagt hat, das gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen, steht in der Bibel. Der braucht auch keine selbsternannten Lebensberater, Seelsorger. Der weiß, Gott hat zu mir geredet. Und deshalb ist es so wichtig, geh in die Schule bei Gott, beim lieben Gott, beim Heiligen Geist, bei Jesus Christus. Ja? Sitz zu seinen Füßen, nicht nur für Gott arbeiten wie Martha, sondern wie Maria, sie saß an den Füßen Jesu und hört, was er sagt. Wer zu den Füßen Jesu sitzt, der weiß, mein Erlöser lebt, mein Gott lebt, der hat alles in seiner Hand, der steuert mich, ja, der hat meine Geschichte in der Hand, meine Zukunft in der Hand, meine Vergangenheit in der Hand, ich kann ihm alles sagen. Der ist bewusst in der Gegenwart Gottes. Wir müssen bewusst sein der Gegenwart Gottes. Bewusstsein, einfach Bewusstsein, was das auch immer ist.
Halte dich an dem Gesegneten, an Jesus Christus, und du bist gesegnet. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon im finsteren Tal wanderte, fürchte ich kein Unglück. Wir müssen manchmal im finsteren Tal hindurchgehen. Wenn ich früher nach Gardasee, wo mein Wohnwagen stand, gefahren bin, da musste ich durch das Gerölltal, durch Todestal war für mich da durchfahren. Ja, Geröll nachts um 12 Uhr oder nach 12 Uhr, wenn ich danach nach der Versammlung Sonntagabends fuhr, habe ich gedacht, guck mal, Todestal, genau so ist es. Lauter Geröll, lauter Müll, lauter Mist, lauter nichts Gescheites. Aber da musst du durch, sonst kommst du nicht da, wo dein Wohnwagen steht. Der Herr ist mein Hirte. Ja, ich muss da durch, auch wenn es mir dreckig geht, auch wenn ich Probleme habe. Er ist mein Hirte. Wenn wir nicht mehr unter dem Schutz Gottes stehen, verstehst du? Also manche Nacht habe ich manchmal Gänsehaut bekommen, dass, wenn ich da hier durchfuhr mit meinem Auto. Ja, nachts allein im Auto, verstehst du? Aber wir müssen manchmal ganz allein diese Straße durch. Wenn Gott mit uns ist, habe ich nichts zu befürchten. Ich weiß, mein Erlöser ist da. Und immer wieder habe ich das Psalm 23 gebetet. Jedes Mal, wenn du dieses Geröllfeld da durchfahren musste, bei Friaul, da hinten, wo es immer wieder Erdbeben gibt und gegeben hat. Wir müssen uns nur an die Verheißungen Gottes klammern, seine Versprechungen. Ich brauche nichts Schriftliches. Er hat es mir versprochen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Egal. Wenn wir Gott aus den Augen verloren haben, ja, das ist der Heilige Geist, er ermutigt uns, fürchte dich nicht. Ja, Johannes, fürchte dich nicht. Wie oft habe ich bei Friaul, wenn ich diese Ebene durchfuhr, wie oft habe ich da einfach die Gegenwart Gottes gespürt, ja, wo es eigentlich nichts da ist, wo lauter Erdbeben passieren. Aber ich sitze im Auto, fahre durch und erreiche mein Ziel. Der Heilige Geist ist da, der Tröster. Und wir haben diesen Tröster und wir müssen nicht weinen und traurig sein. Kinder Gottes wissen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, egal wo ich bin, egal was ich durchmache. Ich werde über den Monat November über den Tod sprechen, weil so viele Menschen mit dem Tod nichts anfangen können. Ja, die denken, der Tod gehört in der Hospiz oder im Pflegeheim. Nein, der Tod gehört zu meinem Leben. Wie geboren sein, so gehört auch Sterben zu meinem Leben. Wer mein Gott ist, dem dient alles zu seinem Besten. Bleib im Windkanal Gottes. Ja, abhängig von Gott zu sein. Er wird immer dir Gnade schenken. Er wird dir Weisheit geben. Er wird dich stark machen. Er wird dich behüten. Und jedes Mal, wenn ich Friaul dann durchgefahren bin und dann wieder Gardasee gesehen habe, die Lichter, habe ich gewusst, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei, ja. Und wenn du die Lichter Gottes wieder in deinem Leben siehst, wieder so Lichtblicke hast in deinem Leben, weißt du, ist alles vorbei, ich bin zu Hause. Da muss ich nur gucken, wo mein Wohnwagen noch steht. Und alles, was du hast und was ich habe, das ist alles unverdiente Gnade. Ja. Samuel, Samuel. Hörst du diesen Namen, Samuel, Samuel, ich halte mich an Gott. Ja, und das ist alles, was ich tun kann, an seine Güte, an seine Erbarmen, an seine Gnade. Das ist alles. Und je unwürdiger ich bin, desto mehr habe ich von ihm. Ja, je unwürdiger ich bin, je ärmer ich bin, desto mehr erlebe ich Überraschungen Gottes, wie Gott mich heimsucht, wie Gott mir begegnet. Nachts leg dich schlafen, sagt der Eli, der hat gar keine Ahnung vom Leben. Ja, manche Frommen haben keine Ahnung vom Leben. Leg dich hin, schlaf weiter. Aber Gott will dir begegnen. Und wenn Gott dir begegnet, hat er nicht mit Gott, warum lässt du mir das zu? Ja, ich hätte hier verstehen können, was der Samuel alles sieht und hört, was Gott ihm zeigt, dass er mit Gott gehadert hat. Gott, warum lässt du das alles zu hier, dem Eli, der ist auch guter Mann. Ja, Gott lässt auch guten Menschen was zu, was sie nicht verstehen, dass die Bundeslade geklaut wird. So vieles musst du miterleben. Du musst lernen, alles in Gottes Hände zu legen, aus den Herrn Gottes zu nehmen und wieder Gott zurückgeben. Vater, aus deiner Hand haben wir das und Vater, in deine Hände geben wir das zurück. Befehle deine Gedanken Gott. So wie Jesus sagt, ich befehle meinen Geist in seine Hände. Befehle deine Gedanken Gott, deine Gefühle, dein Kummer, deine Sorgen, deinen Hass, deinen Stress, deinen Neid, was auch immer ist, deine Schmerzen, deine Spannung, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, bitte.
Gott macht schon alles richtig und richtig. Der Segen kommt automatisch, wenn wir Gott gehorchen. Das ist immer wieder meine Botschaft im Monat Oktober gewesen. Wenn wir Gott gehorchen, kommt der Segen automatisch. Da muss man um den Segen gar nicht bitten. Herr, segne mich. Herr, schütze mich. Ja, gehorche Gott, tu seinen Willen. Passiert das von selbst. Und in 5. Mose 11, Vers 26, da heißt es, ich lege euch vor, den Segen und den Fluch, dem Segen, wenn ihr gehorcht und die Gebote eures Gottes tut. Ja, ich lege euch vor, da ist alles da. Fang an zu leben nach dem Willen Gottes. Was du in der Schule Gottes gelernt hast, dort in der Stiftshütte Samuel, damals, die haben noch keinen Tempel gehabt, ja, da gehe die Segnungswege Gottes. Psalm 1, ein wunderbarer Psalm. Wohl dem, Halleluja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Gott, der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich habe euch die letzten Tage darüber gesprochen. Ja, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, am Stammtisch irgendwo in der Kneipe. Vor Jahren fahre ich vorbei mit meinem Sohn. Ich bin auf dem Weg nach Linz und da wollte ich da vorbeifahren, wo wir mal gewohnt haben, im Bayerischen Wald. Und dann setzen wir uns an einem Stamm am Tisch und auf der anderen Seite sitzen Leute vom Stammtisch, wo ich früher kennengelernt habe. Und die gucken immer so rüber und diskutieren und sprechen. Und dann fragt einer, sind Sie nicht der Herr Matutis, der in Berlin wohnt? Da habe ich gesagt, ja. Woher wissen Sie das? Ja, wir verfolgen Ihre Geschichte im Internet. Ja, du kannst meine Geschichte im Internet verfolgen. Und Sie sind Pastor da, haben seine Kirche, was weiß ich. Damals hatte ich noch die große Kirche. Sie sind dort und dort. Kommen Sie doch, ich habe nur meinen Brathering gegessen, den werde ich nie vergessen. Mein Brathering mit meinem Sohn zusammen gegessen, in Auberg dabei, zwischen München und Prag. Das sind nur ein paar Kilometer auseinander, verstehst du, diese Ortschaften, wo wir gewohnt haben. Ja, komm doch rüber zu uns, du gehörst doch zu uns. Das, die Leute halten zu dir. Ja, die haben dich nach 30, 40, 50 Jahren nicht vergessen. Und deshalb sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Ich weiß doch, ich kenne doch die ganzen Burschen, sind alles meine Schulfreunde gewesen oder Kollegen. Und der ja, seinen Weg mit Gott geht, dann habe ich erzählen dürfen, was ich alles in Berlin mache, was da los ist, was da passiert ist und wie Gott uns geführt hat. Und dann konnte ich sagen, der Gott glaubt, der Gott vertraut, dass wir einen Baum gepflanzt am Wasser, ja, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und er macht, was es alles recht und gut. Ich konnte erzählen, wie Gott uns ja, die Mauer brechen ließ, die Berliner Mauer. Und dass wir unseren Kindern zeigen müssen, hier war die Berliner Mauer. Und das musst du heute zeigen, wenn du durch Berlin gehst, am Brandenburger Tor, ist extra eine platten Stein, eine Straße gemeißelt. Hier war die Berliner Mauer. Ja. Und das hat Gott mir am 10. November 1989 damals gezeigt. Ich konnte es gar nicht fassen. Da stand noch die Mauer. Da kam ein Prophet irgendwo aus Deutschland, aus der DDR. Pastor, ich habe ein Wort vom Herrn. Ja? Und es ist so wichtig, dass man das Wort vom Herrn hat. Und dann habe ich gesagt, bitte sag, was du sagen willst. Es wird der Tag kommen, hat der Bruder gesagt, dass wir den Kindern zeigen müssen, unseren Kindern zeigen müssen, hier war die Berliner Mauer. Und genau so ist es geworden, was der Bruder geweissagt hat. Ja? Der ist gepflanzt wie ein Wasserbach am Baum, wie ein Baum am Wasserbach. Der hart auf den Herrn, der hofft auf den Herrn. Ich konnte es nicht glauben damals, verstehst du, fast unfassbar. Weißt du, wenn Gott zu einem redet, sind alles, was passiert, unfassbar. Unfassbar, ich kann es nicht fassen, aber es ist Wahrheit. Und wir bekommen das, was er gesagt hat. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn sich verlässt, Jeremia Kapitel 17, Vers 7. Viele beten wie die Heiden, mechanisch. Ohne Gott zu kennen, machen viele Worte, plappern und plappern und plappern. Ja, fang ganz still zu sein. Geh, leg dich hin und sag, Herr, wenn du mit mir sprechen willst, bitte sprich. Ich habe Zeit, ich nehme mir Zeit. Ich lasse es mir gefallen. Ja. Du brauchst eine persönliche Beziehung zum Herrn, dass er zu dir reden kann, wann es auch immer ist. Heidnische Gebete sind meistens Strohgebete, sind wirkungslose Gebete, verpluffen. Ja, es löst sich in Luft auf. Ja, du musst warten, bis die Stunde Gottes in deinem Leben kommt, bis der Herr sich dir offenbart, bis das und das passiert. Gebet hängt sehr stark von der Hingabe zu Gott an. Leg dich hin. Renn nicht zum Eli, sondern
bleibe, bis Gott dich ruft. Samuel! Samuel! Ja. Und dann wird er mit dir reden. Es muss in deinem Bewusstsein sich offenbaren. Und das ist der kritische Punkt. Bleib liegen. Renn nicht zu den Leuten, zum Pastor, zum Propheten, zum Wahrsager, Weissager, was weiß ich, zu wem auch immer. Selbst wenn die noch so gesegnet sind und nichts Falsches sagen, ja, höre Gottes Stimme. Gebete unter den Heiligen Geist sind kraftlose Gebete. Maria, als sie die Stimme des Engels hört, du hast meine Niedrigkeit gesehen, lieber Gott, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Und Gott schaut auf deine Niedrigkeit, auf deine Einsamkeit, auf deine Verlassenheit, auf deine Probleme, wo du auch immer stehst. Ja, abhängig von Gott zu bleiben. Sie fügen einfach dem Willen Gottes. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch was der Samuel hier erlebt. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch wenn das nichts bringt, auch wenn ich Schmach und Schande erlebe, auch wenn ich Verluste durchmachen muss. Durch Friaul, diese Todesstrecke, dieses Erdbebengebiet durchfahren, verstehst du? Und nach Gardasee zu kommen. Ich will das nur sagen, nachts dieser Gegend würde ich nicht fahren, wenn ich nicht den Heiland hätte. Aber ich bin durchgefahren, ich wusste, ich muss hier durch, sonst komme ich nicht zu meinem Wohnwagen, wo meine Familie ist. Diese Mutter Maria sagt ja, zu wegen Gottes, stellt sich Gott nicht quer, ja, bockt nicht. Sie ordnet sich unter und sagt, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dein Wille ist ausschlaggebend und wir sollen viel mehr beten, dein Wille geschehe in unserem persönlichen Leben. Ja, einfach von Gott abhängig zu bleiben. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ja, mit Gott am gleichen Strang zu ziehen, gemeinsame Sachen mit ihm zu machen, unter einer Decke mit ihm zu stecken, dein Wille geschehe. Und lieber Heiland, wir möchten auch hier heute Abend deinen Willen tun, dir wohlgefallen und wir möchten den rechten Weg des Lebens gehen. Bitte begleite uns und gib uns deine Kraft und deinen Heiligen Geist, dass wir deinen Willen tun, ja? Dass wir mit dir übereinstimmen und mit dir eins sind, lieber Gott. Halleluja, ich danke dir, dass du uns hilfst, gerade jetzt in diesem Augenblick, in dieser Zeit, in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben, augenblicklich. Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza unten, in Palästina. Herr, wir leben in einer tief bewegten Zeit, aber wir leben mit dir und du bist bei uns. Rede, Herr, was du zu sagen hast. Wir wollen auf deine Stimme hören. Amen. Wir hören ein Lied bei Gott allein und wir nehmen unser Abendopfer auf. Gott möge uns segnen. Amen.